Ich habe da mal eine Frage an euch. Sind auch Wetzlarer hier? Ja! Ja, also wie ihr dieser Frage entnehmen konntet, ist es relativ wahrscheinlich, dass ich auch aus dieser Gegend bin. Ich bin Nikolaus Burgmann, kennt mich vielleicht von Bürgerinitiativen wie Kreativ gegen Rechts, die Seebrücke Wetzlar oder Naturfreunde irgendwas oder von der SPD oder so. Aber wisst ihr, ich dachte mir, weil hier heute eh schon so viel darüber gesagt wird, was denn so das große Ganze angeht, dachte ich, gebe ich euch einfach mal ein paar schöne Beispiele für die bescheuertsten Entscheidungen, die voll an der Realität vorbeigegangen sind, die Politiker eigentlich so die letzten Jahre getroffen haben. Geht das auch lauter? Das fühlt sich gut an. Okay, also das Erste, was mir jetzt spontan einfällt, Hamburg. Hamburg ist ein tolles Beispiel. Ihr habt doch... Hamburg! Ja. Ach Gott, ihr macht echt jeden Mist mit. Ihr habt doch alle mitgekriegt, dass so ein paar Leute bei der Autoindustrie nicht so ganz saubere Autos verkauft haben, nehme ich einfach mal an. Jedenfalls, ja, tatsächlich. Es war in diesen Nachrichten, von denen man immer so viel hört. Und die Politik hätte jetzt so darauf reagieren können, dass man vielleicht mal diese Autobauer, die halt faktisch gesehen Verbrechen getan haben, vielleicht mal zur Kasse zieht oder sowas. Oder dass die Hardware-Nachrüstung kostenlos anbieten müssen. Oder zumindest, dass man mal die öffentlichen Verkehrsmittel ausgebaut hätte. Aber nein, Hamburg hat eine tolle Idee. In der Max-Brauer-Allee, glaube ich, heißt die Straße. Ich habe es irgendwann gestern nachgeschaut oder so. Es ist die Max-Brauer-Allee, ich bin mir relativ sicher. Da ist jetzt ein Fahrverbot für Dieselautos. Und das Geilste ist, durch dieses Fahrverbot müssen die Leute Umwege fahren und es wird noch mehr CO2 in die Umwelt gepumpt. Aber damit nicht genug. Es wird noch viel geiler. Wenige tausend Meter entfernt von der Max-Brauer-Allee. Max-Brauer-Allee! Wenige tausend Meter entfernt von der Max-Brauer-Allee. Hamburg ist ja so am... Hamburg ist ja bekanntlich so am Wasser und so. Da gibt es regelmäßig so Kreuzfahrtschiffe von AIDA und so, die da halten und die haben so einen CO2-Ausstoß, wenn sie nicht fahren, wenn sie einfach nur da stehen und nichts machen, von mehreren tausend LKWs, Quelle in den Norddeutscher Rundfunk. Man könnte jetzt überlegen, ob man vielleicht mal bei diesen Kreuzfahrtschiffen was macht, weil die halt so, boah, 40% der Luftverschmutzung in Hamburg regeln, aber nein, Leute, die Max-Brauer-Allee ist die Lösung. Ich will ein Kind von Max Brauer. Ihr versteht, glaube ich, grob, worauf ich hinaus will. Und es ist sowas von erbärmlich. Die schaffen es nicht, Schiffe irgendwie klein zu bekommen wegen der Lobby. Und die schaffen es in Hamburg auch nicht. Verfickte... Ah. Autos sind ein schwieriges Thema, ich weiß. Tut mir leid. Aber wir müssen... Wir können auch mal hier... Wo sind wir? Wir sind hier in Hessen, ne? Wir können doch einfach mal schauen, was hier die Landesregierung so in den letzten 5 Jahren so verbockt hat. Weil mir fällt das so ein, da gab es mal bei der vorletzten Landtagswahl hat ein gewisser Tarek Al-Wazir versprochen, mit mir und meiner Partei, den Grünen, wird es kein Terminal 3 geben. Dann sind sie in die Regierung eingetreten und jetzt ist der Flughafen nochmal ein Drittel gewachsen und ballert noch mehr CO2 in die Umwelt! Nun, das ist jetzt alles ein bisschen deprimierend und jeder Mensch, der so ein bisschen rational so nachdenken kann und so, ihr wisst, was ich meine, merkt, dass da einiges falsch gemacht wird. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier sind. Ein gewisser Mensch hat da mal ein ganz schönes Zitat gebracht. Hast du dich heute schon geärgert? War es heute wieder schlimm? Hast du dich wieder gefragt, warum kein Mensch was unternimmt? Du musst nichts akzeptieren, was dir überhaupt nicht passt, wenn du deinen Kopf nicht zum Tragen einer Mütze hast. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt so wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Weil jeder, der die Welt nicht ändern will, ihr Todesurteil unterschreibt. Karin Urlaub, eine Pracht der deutschen Punkrock-Legende. Ja! Max Brauerlee! Jedenfalls, was will dieser Herr Farin Urlaub von den Ärzten? Was will der uns damit sagen? Es ist relativ simpel. Es bringt nichts, wenn wir uns in eine Ecke verkriechen und einfach akzeptieren, dass da irgendwas falsch gemacht wird und sagen,
ja, irgendwer wird das schon erledigen, die sind ja alle gewählt und ja, die haben ja so Moral und sowas. Nein, wir müssen uns alle gesellschaftlich einbringen. Alles ist wichtig. Ob ihr jetzt vielleicht versucht, ein bisschen nachhaltiger zu leben oder regional einzukaufen, wobei man da aufpassen muss. Das Geilste finde ich immer noch Bio aus Ägypten. Max Bauer-Alex! Aber es ist auch wichtig, dass am besten alle, die heute hier sind, sich irgendwie in der Gesellschaft und in der Politik einbringen. Ob das jetzt im Verein ist, in der Bürgerinitiative oder vielleicht auch in einer Partei, das ist scheißegal. Versucht aufzustehen und irgendwas zu machen, damit die da oben richtig, da oben ist ein scheiß Ausdruck erst vom Rechten, damit Menschen, die schlechte Entscheidungen treffen, Druck bekommen, jedenfalls. Allerdings möchte ich euch da eine kleine Empfehlung im Sinne von dieser Veranstaltung geben, denn gestern kam von der Schülerunion. Das ist so eine die Junge Union ist die Jugendpartei der CDU, ihr wisst. Von der kam gestern so ein schönes Ding auf Facebook, wo die geschrieben haben, ja, Friday for Future und so, ne? Umweltschutz, das ist ja prinzipiell wichtig und so, aber verdammt, ihr könnt doch nicht Schule schwänzen dafür, das geht doch nicht. Und Arbeitsplätze, genau. Also, ich sag mal so. Wenn sich der politische Aktivismus darauf beschränkt, sich bei rechtspopulistischen Politikern wie Hans-Jürgen, was war ein schönes Zitat von dem, die Leute, die die Flüchtlinge aus dem Wasser fischen, sind mit Verbrechern und Schleppern gleichzusetzen, Hans-Jürgen immer einzuschleimen und vielleicht sogar zu viel Angst zu haben, auf die Straße zu gehen und für ihre eigene Überzeugung einzustehen und etwas zu machen, weil sie Angst haben, wir könnten ja Religionsunterricht verpassen oder noch schlimmer Mathe. Wo wären wir denn dann? Wo ist unsere Gesellschaft, wenn wir 1,5 Stunden Unterricht verpassen? Okay. Also mit dieser Einstellung ist man vielleicht in der Politik nicht richtig aufgehoben. Jedenfalls möchte ich euch noch motivieren, macht irgendwas und sonst was. Die Naturfreunde Wetzlar sollen ganz nett sein. Schaut da mal vorbei, die sind ganz cool. Und ja. Max Bauer! Nochmal vielen Dank, dass ihr alle hier seid! We don't need no thought control. No dark sarcasm.